So, hallo alle zur nächsten Folge von Craft Attack 5. Heute nicht alleine, heute im fast 5er Team, im 4er Team und zwar zusammen mit dem Basti. Hallöchen. Hallo. Mit dem Klüm. Hallo, ich bin Basti. Und dem Balui. Hallo, ich bin Balui. Basti. Nein, ich bin Basti. Oder der Brenner. Alter. Stopp. Was haben wir denn vor? Was haben wir denn vor? Was haben wir denn vor? Was haben wir vor? Heute hier versammelt, also ich möchte mich hinter diesem Busch verstecken. Das war eine schöne Ansprache. Wir haben uns. Ja, Klüm, geh noch ein kleines bisschen zurück. Noch hier. Okay. Noch. Ja. Okay, ja, Klüm steht jetzt perfekt auf der Klümpe drauf. Jetzt ist er die Klümpe runtergefallen. Ich wollte Klüm, das kann dir nachher unter Wasser nicht passieren, dass du brennst. Ja, ich habe noch zwei Herzen, kein Problem. Ich erklimme die Bucht wieder. Also bei mir habe ich es schon angekündigt. Wir werden jetzt heute ein kleines Abenteuer erleben und einen Unterwassertempel zerlegen, hoffentlich auch. Ja, den ich mit Balui entdeckt habe, ne? Zwei haben wir entdeckt. Drei, ja, oder? Ja, wir haben drei Stück entdeckt. Ich habe auch noch einen, der ist direkt hier hinten, aber hoffentlich wird das nicht so Klimm. Ja, also ich schätze mal, also zwei hatte ich so gesagt. Mal gucken. Ja, den dritten müssen wir gucken mal, wie weit wir kommen in der Folge. Falls wir da durchheizen. Ich habe noch nie einen Wassertempel gemacht, by the way, ja. Ja, wir müssen wirklich querlaufen zu den Koordinaten minus 1667. Kann man auch diagonal laufen? Ja. Mal quer nicht so gerne. Klimm, ey. Alter, warum ist hier ein Magma-Slime? Egal. So einfach hier hoch. Weil wir im Nether sind. Oh, Spy. Sieben Dinge, die Basti noch nicht wusste. Klimm, schaffst du's? Ach, ihr seid oben drauf gelaufen, okay. Okay. Interessant. Also, wir müssen noch 800 Blöcke in. Ah, da vorne kommt jetzt das erste Portal. Das ist das Eisbiom. Hey, korrekt, dass das gar nicht weit weg ist, muss ich mir auch sagen. Nein, das ist um eine Ecke. Wir haben uns die Mühe dabei gegeben. Ist halt eine sehr große Ecke. Ja, gut. Wir haben einen Menschen gesucht. Machen? Du weißt gar nicht, wie weit wir gelaufen sind, um einen Menschen zu finden dafür. Ja, ich hab's ja auch gefunden. Du hättest mir einfach anrufen können, ich bin doch ein Mensch. Schöne Challenge stehen jedenfalls. Das hier, also nur damit ihr wisst, das hier ist das Eisbiom. Will jemand das Eisbiom besuchen? Hey, wusstest du eigentlich, dass Klimm, dein dieses CCC, ne? Das ist eine Kette, die gibt es. Ja, weiß ich. Das habe ich dann irgendwann auch. Probleme. So, Achtung, nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Ihr könnt zuerst durchgehen. Tschüss. Erster. Hä? Ach, du ahnst nicht. Hä, was hast du gemacht? Subspace Bubble. Was ist das? Das ist das Achievement. Ah, das haben wir schon gemacht, Basti. Okay. Ah. Also, da ist einmal ein Wassertempel. Und ja, da in die Richtung ist noch einer. So. Und irgendwo anders. Also, wir können jetzt. Hui! Runterspringen erstmal. Da habe ich noch. Da unten ist noch. Ich sag das nächste Mal Bescheid, bevor mich runterkickt. Ich hasse das. Hier ist noch eine Ender-Chest, falls ihr irgendwas Klimm, machen ich hau dich. Hier habe ich auch noch Klimm, ein paar Tränke vorbereitet. Regeneration. Für 1,30. Wie du hier alles hingestellt hast, Alter. Ich bin gut, ja, oder? Ich habe noch Stärke-Trank habe ich noch am Start. Lol, Basti, du bist ja übel der cranky Dude, ey. Ja, ich habe mich vorbereitet, hallo? Hä, und du hast dich vor allen Dingen für uns vorbereitet, dankeschön. Kann ich mir was rausnehmen eigentlich jetzt? Ja, nimm haben wir ruhig. Das verdient. So, ich habe das Unsterblichkeitstotem am Start. Ich hoffe, es kommt nicht zum Einsatz. Alle sind so hell, nur Basti so bezogen. Ah, okay, wahrscheinlich war wegen der Plattform, okay, ja. Hä? Ne, so Schatten, du siehst hier. Ja, sieht das aus? Dumm, dass du das ist. Mit Basti. Kann man das resetten, wenn man dich schlägt? Nein. Ja, das ist Black Magic. Nee, kann man nicht. Jetzt bist du der Dunkle. Kommt auf die dunkle Seite der Macht. Nein. Hä? Was ist das? Let's go to the dark side. Okay, wir sind das Dark Water Squad. Das ist ein warum cooler ist es denn nur an dieser Stelle? Was zum Geier? Hier ist es besonders dunkel einfach. Also, alles, ne? Genau. So, wir gehen zu dem, habe ich jetzt einfach beschlossen, okay? Ja. Ey, das sind doch 1, 2, 3. Das sind genau die Blöcke, wo das Portal drüber ist. Ach was, Spark, das wäre was für deinen 5 Dinge in Minecraft, die du noch nicht wusstest? Ja, das wäre ganz gut. Aha. Auf dem Minecraft-Server, exakt bei diesen Koordinaten, ist man dunkel. Nein, wahrscheinlich kann man das nachstellen. Vielleicht. Ja, wenn das genau da, wo das Portal ist. Genau, los, ab in den Tempel. Hä, da unten ist Licht. Ist da unten vielleicht ein Mieser? Hat Sinus was geschrieben? Ja. Ah, da unten ist nur Lava. Hat denn einer von euch Night Vision? Weil ich sehe nicht. Ich hab was. Wollen wir jetzt Sinus mal antworten, anstatt ihm nicht zu antworten? Was hat er denn? Ja, ob wir nicht so ein Ding da nee, machen. Ja, machen wir, aber ich hätte gedacht, das weiß er, aber ich dachte, ihr wohnt zusammen. Ja, ich dachte, ihr redet miteinander. Ey, ihr könnt schon gehen, ich stelle mir mal nur eben schnell ein, dass ich unter Wasser was sehe. Ihr wisst nicht, ob ich warte. Hallo jetzt, komm doch! Ja, ich muss mal eben gucken, wo irgendwie Clear Water on, so.
Also das Problem ist, die Guardians sind äußerst nervig. Hä, wo macht man Clearwater on? Bei Optifine gibt's. Hä, hey, bei mir steht ihr beiden noch hier hinten. Achso, weil ich steht ja noch. Wo ist das mit Clearwater? Genau wo? Performance. Hä? Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe total vergessen, dass wir das machen. Was? Dass wir den Wassertempel machen wollen. Ja, okay. Ja gut, ich hab's ja gestern Abend noch geschrieben, fix. Ja, eben. Wir müssen unten reintauchen in den Eingang, ne? Nur so nebenbei. In diesen Eingang, da müssen wir rein. Okay. Ja, da wo die Seelaternen unten drin sind. Du kannst drin nichts abbauen. Wir kriegen Mining Fatigue. Du kannst keinen einzigen Block abbauen da unten. Alles klar. Okay. Nee, kannst du nicht. Ich hab Minz dabei. Nein, hab ich nicht. Du kriegst Mining Fatigue rein, aber kannst du knicken. So. Ich geh jetzt runter. So, Wassertrank rein. Hallo, ich lass euch auch keine Bauern. Alter, jetzt schon übel viele, ne? Also wir müssen direkt rein, wir müssen nicht warten, wir müssen direkt rein und verstecken. Ja, die killen uns sonst. So, ich bin drin. Einfach rein. Ich bin drin. Schießen die durch Wände durch? Ich bin auch drin. Nein, das können die nicht. Okay, sobald der... Oh, da ist einer! So, wir müssen jetzt die drei Bosse machen. So, eine wichtige Sache ist aber, die können einen nicht treffen. Wenn ihr die schlagt... Was war das? Ich hab Mining Fatigue. Ja, kannst nichts abbauen. Genau. Soll ich uns Stärke dran mit dem geben? Schwert, ja, mit dem Schwert nur schlagen, wenn die Stacheln eingefahren sind, sonst kriegst du Schaden. Ah, okay. Gut, ich mach uns Stärke dran und dann legen wir los, okay? Ja. So, Spark hast du abbekommen? Ja, gut. Ja, okay. Strength, aber 40 Sekunden, wow. Hä, 40? Wir folgen alle Spark. Also ich sehe gerade keinen von den Bossen, ne? Okay. Oder? Ja, wir müssen erstmal alles sortieren. Palui alleine gegen den Boss. Ich wollte nur sagen, dass ich ihn gefunden habe. Das war gut, Palui, wir sind stolz auf dich. Dankeschön. Sag mal, wie viel Leben hat denn der Ödel gehabt? Alter. Also ich würde die Viecher auch schlagen, wenn du, auch wenn die Stacheln draußen sind, das ist egal, du kannst nicht immer warten, bis sie eingesetzt sind. So viel Schaden macht es ja nicht mit den Stacheln. Nee. Aber vielleicht darauf achten, wenn die Stacheln gerade eingefahren sind, dann vielleicht erstmal den fokussen oder so. Also. Oh, da ist der Boss! Da! Hier ist er! Direkt hier! Schon wieder irgendwie hier oben drin! Ja, hab ich doch gesagt! Ja, der kam halt raus. Da hat er gedacht, ich komm jetzt mal. Nee, komm darf man nicht sagen. Aua! Was komm darf man nicht sagen? Los, Basti, wir machen ihn fertig! Yay! Ja. Ich darf nicht sterben, hab 90 Level. Auf zum Boss! Lock dich halt aus. Zum Boss? Oh, Alter. Okay, ist der Boss. Ja. Macht der. Hugo Boss! Wow, ich muss kurz zurück. Macht der mehr Schaden? Ja! Boss tot? Gibt der irgendwas? Nö, ne? Also, der Boss droppt einen Schwamm. Ich glaube, Klimm hat ihn sich gesichert. Nee, ich hab keinen Schwamm. Ich hab einen nassen Schwamm, yay. Yeah, okay. Ende Gelände. Da hinten ist der nächste Boss. Sehr aber Basti, gut. Du bist übel der Boss-Hunter, ey. Komm, Balou hat vorhin den ersten. Komm, hier. Ah ja, da ist er. Ich mache uns erst die Kleinen weg. Dann ich helfe dir, die Kleinen zu machen, ihr könnt euch um die Großen kümmern. Ja. Ei. Oh, da haut er gerade eine Kleine ab. So, wow. Oh, sorry, Basti. Alles gut. Er ist jawohl, tot. Erledigt. Oh ja, das könnte tatsächlich sein. Hier geht's noch weiter hoch. Ja, hier ist der Boss. Balui! Ah, ja, jetzt haben wir euch wirklich verloren. Ich töte die einfach. Ich sag's euch.
Ja, nee, Spark war hier erst und dann war er weg. Keine Ahnung. Okay, tötet ihn einfach. Ja. Dort. Sehr gut. Wir haben es geschafft. Dann. Woo! Ja. Oh, ich habe einen Ausgang gefunden. Ja, ich habe mich verlaufen. Wollt ihr direkt weiter zum nächsten dann, oder? Oh, au, au, au. Also es ist den anderen clearen und ausbeuten kann man immer noch. Oh, wenn hier kein Mining-Fatigue. Spark ist halt übel der Ausbeuter auch. Ich habe halt noch lange Mining-Fatigue, von daher wäre es blöd gewesen, jetzt noch drin rumzuchillen. Ja. Deswegen habe ich einen Ausgang gefunden. Ich gehe mal zu der Plattform, wo das Nether-Portal steht. Ich komme auch. Spark hat eh schon alles eingekassiert. Immer dieser Spark. Let's go. Let's go. Weißt du, wo der zweite ist? 3. Ist der beste Tempel des Jahres. Oh yeah. Habt ihr euch also, wenn wir jetzt instant reingehen, dann könnte das sogar gut sein, weil noch nichts gespawnt ist, ja. Ich hänge hinterher, ich muss schneller. Sind doch, die, alle, die spawnen gerade alle. Ja, ich sehe es gerade. Blub, 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 blub. Hallo, das ja, aber je länger wir da bleiben, desto mehr spawnt halt, ne? Oh. Okay, wir machen zwei Squad-Teams. Ihr kümmert euch um einen, was Spark, um mich um die anderen. Also um den anderen. Dass ich nicht weiß, wo gerade irgendwer ist, nein. Ja, ja, dann lass mal nach den oberen gehen, das muss schon eingekesselt, sind jetzt so viele oder so. Ja, ja. Autsch, 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 autsch. Hier war doch das letzte Mal ich auch einer. Ich hab einen Boss drin. Gekillt. Ich hab auch einen, ich hab einen, ich hab einen hier. Ja, ich hab einen gekillt. Perfekt. Einer ist ja, ich kümmere mich so ein bisschen um die Kleinen. Oder wir müssten uns halt beide um die Kleinen kümmern eigentlich. Ja, ich mach auch den Kleinen. Die Kleinen interessieren mich gar nicht, ich geh da einfach durch. Oh, Balui, hier oben ist der letzte Boss. Ja, sehr gut. Oh lol, das ging ja richtig schnell. Andere also haben wir uns echt ziemlich doof angestellt im anderen. So, erledigt. Ja, nice! Erledigt. Oh nein, der ist abgehauen. Okay. Lebt er noch? Lebt er noch, Spark? Der ist hier hinten halt. Warte, lass mich mal kurz durch, nicht schießen. Wer jetzt kann schießen? Also. Warte, wir hatten mal hier irgendwo den Sponge-Raum. Ja, da. Jetzt warte ich noch auf die Mine vertickt, dass er ist tot, er ist tot. Sehr gut. Haben wieder alle drei Bosse down. Alter, geil. Nice. Leute. Also ihr habt zwei Bastes. Ja, ich hab schon zwei gekillt. Hä, wer hat hier Alter, Klim! Hä, was denn? Nein, ich war's. Ich wollte nicht, dass Spark reinkommt und unsere Schwämme klaut. Och, der hat doch Mining-Dingsbums. Nichts. Och, Balui, ohne Witz. Hängt ihn oben jetzt fest. Jetzt komm ich hier nicht mehr raus. Balui! Ja, ihr könnt ruhig die restlichen Schwämme haben. Kein Problem. Ey, ohne Witz, ich krieg Platzangst hier drin. Balui, ich töte dich! Weißt du, was machst du eigentlich, wenn ich dich noch ein bisschen mehr einbauen würde? Alter, hör auf damit. Hallo. Hier ist voll eng, ne? So. Muss ich überlegen. Voll die Paranoia. Unter Wasser plus in einem engen Raum eingesperrt. Dankeschön, Basti. Plus Balui. Balui ist jetzt eingebaut. Plus Balui, Alter. Ja, ja Mann. Ich glaub, da hat man sehr wenig. Ich glaube, ich muss pupsen. Oh. Kommt es da zu einer Diskrepanz? Balui! Hab mich einfach rausgebaut. Ja, ich hab mich auch rausgebaut. Ja, jetzt wollte ich halt noch ein paar Seelaternen abgreifen. Jetzt ist das alles weg. So. Kann ja welche geben, Tim. So, okay, genug. Gut, dann gehe ich zurück zu unserer Insel und an der Stelle würde ich sagen, war's das mit der Folge? XXL-Folge, würde ich mal sagen. Ja, ich cut ein bisschen, denke ich mal, dass es nicht allzu lang ist. Ich nehme das komplett rein, das war spannend. Ich lasse es auch ganz rein. Okay. Ja. Also, seid ihr zurückgeschwommen gerade schon? Mhm. Ah ja. Ich schwimme schon gerade. Wenn ihr es komplett sehen wollt, könnt ihr bei den anderen vorbeiklubschen, ne? Und ich sag danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und tschüss! Bleibt schön feurig! Tschüss!